Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Teil des Final Fantasy 7 Let's Plays. Wir befinden uns nun schon in Teil 6 und ich hoffe mal, es gefällt euch so gut wie bisher. Wie in der Videobeschreibung schon beschrieben, werden wir eine neue Figur bekommen. Wir sehen, dort steht schon Barrett vor einem Haus, auf das ich schon letztes Mal eingegangen bin. Okay, geh weiter. Na, wieder ein Befehlston, typisch. Für den Kerl würde ich mal sagen, meint ihr nicht auch? Papa! Ja, Cloud hat eine Tochter. Schau mal einer an. Wer hätte das denn wohl gedacht? Marleen, willst du nicht etwas zu Cloud sagen? Oder auch nicht. Willkommen zu Hause, Cloud. Sieht so aus, als wäre alles gut gegangen. Hast mit Barrett gekämpft? Habe ich, oder diesmal nicht. Ich hätte es wissen müssen. Er kommandiert immer alle herum und du warst von jeher eine Kämpfernatur. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Tja, jetzt kann man den Namen der Jungfrau eingeben. Ich kann nur sagen, ich freue mich schon auf unser neues Teammitglied. Blumen? Wie nett. Also ich habe mich dazu entschlossen, sie Tifa zu nennen. Man kriegt hier in den Slums kaum welche zu Gesicht, aber eine Blume für mich? Oh Cloud, das wäre doch nicht nötig. Keine große Sache. Gibt sie Tifa oder gibt sie Marleen? Also ich habe mich dazu entschieden, sie Tifa zu geben. Danke, Cloud. Sie duftet ganz herrlich. Am liebsten würde ich den ganzen Laden voller Blumen haben. Ich werde dazu nur sagen, ich mache das jetzt hier im Nachhinein nochmal. Barrett kommt rein und stürmt wie so ein Stier hinein. Papa, willkommen zu Hause. Ja, ich schneide den Ton jetzt nochmal im Nachhinein hinein, da mein Ton mal wieder weg ist. Alles in Ordnung mit dir, Barrett. Sollte jetzt aber auch das letzte Mal sein, dass ich das tue. Bestens. Kommt hier runter, ihr Trottel. Die Konferenz fängt an. Ja, dadurch kommt auch mal mit dem Moderieren ein bisschen im Zugzwang. Wie schon gesagt, ab dem nächsten Let's Play möchte ich wieder direkt den Ton übernehmen. Ja. Also wird wieder direkt nebenbei laufen und von daher wird alles wieder ein bisschen besser sein. Setz dich. Wie sieht's aus? Willst du was trinken? Mir ist gerade nicht danach oder ich brauche was Hartes. Ich brauche was Hartes entschieden. Einen Moment, ich mache dir einen. Ich hoffe mal, dass ich diesmal nicht so viel nacharbeiten muss bei den letzten 3-4 Videos. Das geht mir irgendwie ein bisschen auf die letzten 3 Videos. Weißt du, ich bin froh, dass du wohlbehalten zurück bist. Das geht mir halt gesagt ein bisschen auf die Nerven. Was ist denn auf einmal mit dir los? Das war kein besonders schwieriger Auftrag. Kann schon sein. Du warst bei Soldat. Vergiss nicht, dir deinen Lohn bei Barrett abzuholen. Mach dir keine Gedanken, sobald ich das Geld habe, bin ich weg von hier. Cloud, geht's dir auch wirklich gut? Klar, wieso? Einfach so. Du siehst ziemlich müde aus, das ist alles. Hey Cloud, ich muss dich mal was fragen. Waren bei denen, die heute gegen uns gekämpft haben, welche von Soldat dabei? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Sieht's aus, als hättest du recht. Wenn jemand von Soldat dabei gewesen wäre, würdest du jetzt nicht mehr vor mir stehen. Glaub nicht, dass du eine ganz große Nummer bist. Bloß weil du bei Soldat warst. Entschuldigt bitte meine Erkältung. Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle stark, die bei Soldat sind. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Bilde dir bloß nicht ein, du könntest dich immer noch an Shinra klammern. Bei den Shinra bleiben? Du hast mich etwas gefragt und ich habe dir eine Antwort gegeben. Das ist alles. Ich gehe nach oben, ich muss die Sache mit dem Geld besprechen. Ja, der arme Kerl hat die total Schläge bekommen. Warte, Cloud. Tifa, lass ihn gehen. Sieht so aus, als würde er Shinra mal noch vermissen. Sei still, mir liegt weder an Shinra noch was an Soldat. Ach, versteh mich nicht falsch. Avalanche und der ganze Planet sind mir genauso egal. Schon ein wenig
ziemlich nervig, das Ganze im Nachhinein nochmal aufzunehmen. Wie schon gesagt, das ist das dritte Mal, dass ich mir das hier angucke. Also zweimal gespielt und einmal jetzt noch so, dass ich das jetzt ganz im Nachhinein aufnehmen muss. Egal, beim nächsten Mal wieder besser. Hör zu, Cloud, ich möchte dich um etwas bitten. Mach bei uns mit. Tut mir leid, Tifa. Der Planet stirbt, er stirbt langsam, aber sicher. Wir müssen etwas unternehmen. Sollen Barrett und seine Kumpels noch was dagegen unternehmen? Ich habe damit nichts am Hut. Aha, du gehst also tatsächlich... Du gehst hier einfach so weg, ohne dich um deinen alten Freund zu kümmern. Was? Wie kannst du das sagen? Oder tut mir leid. Ich habe tut mir leid gewählt. Du hast das Versprechen auch vergessen. Versprechen? Also hast du es vergessen. Erinnere dich, Cloud. Das war vor 7 Jahren. Ja, damals waren die irgendwie 14 oder so in der Richtung. Sieh mal, der Brunnen. Erinnerst du dich? Ja, damals. Ich dachte, Tifa würde nie kommen und mir wurde ein wenig kalt. Entschuldige die Verspätung. Du hast gesagt, du wolltest über etwas reden. Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von hier nach Midgard. Ich verstehe, alle Jungs verlassen die Stadt. Aus der Richtung kommt jetzt. Alle Jungs verlassen die Stadt. War so einfach. Wie schon gesagt, ich gucke mir das jetzt alles zum dritten Mal moderieren. Aber ich bin anders, ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Ich möchte bei Soldat eintreten. Ich werde der Beste sein, genau wie Sephiroth. Sephiroth, der große Sephiroth. Ja, die Hälfte des Videos ist jetzt vorbei langsam. Naja, zum Glück auch. Ist es schwer, Soldat beizutreten? Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht hierher zurückkommen. Falls du gut bist, kommst du in die Zeitung. Ich werde es versuchen. Hey, warum geben wir nicht ein Versprechen ab? Falls du je berühmt wirst und in der Patsche sitzt, dann kommst du und rettest mich, okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das möchte ich wenigstens einmal erleben. Was? Komm schon, versprich es mir. Okay, ich verspreche es.